Hi, ich bin Kai mit Konfi zu Haus und ihr seid hier im Kanal Evangelische Kirche in Oberhausen, den ihr, guckt nochmal nach, abonnieren könnt und betätigt die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn was Neues kommt. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht. Vater Unser, Glaubensbekenntnis. Da war doch noch was. Jo, genau, die 10 Gebote. Jetzt sagt ihr vielleicht, oh nee, der liebe Gott und die Kirche, die verbieten mir alles. Das ist ja total doof. Stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Und wenn es darum geht zu gucken, was will Gott denn von mir oder was will die Kirche von mir, guckt nicht im Gesangbuch nach. Guckt nochmal in die Bibel. Die Bibelstelle werde ich unten nochmal bei den Kommentaren einfügen. Und da könnt ihr nochmal nachschauen. Es ist ja heutzutage auch so, ihr müsst so viele Regeln beachten, damit es allen gut geht, damit möglichst viele gesund bleiben zurzeit. Und ich glaube, das ist auch bei den 10 Geboten anwendbar. Wenn alle diese Regeln beachten, dann geht es auch allen gut. Das sind Hilfestellungen, damit niemandem was Schlechtes passiert. Die ersten 3 Gebote, die erzählen davon, wie Gott und ich miteinander umgehen sollen, damit es uns gut geht in unserer Beziehung. Und die anderen Gebote bis zum 10., die handeln eben davon, wie wir Menschen miteinander umgehen müssen, damit es uns allen gut geht. Die ersten 3 sind einfach, keine anderen Götter haben und Namen Gottes nicht missbrauchen und den Feiertag heiligen. Da gibt es doch noch, Moment, da fällt doch noch was. Sollt ihr doch kein Bild von Gott machen? Gibt es doch auch noch? Ja, gibt's auch. Kommt hier in meiner Erzählung nicht vor. Es gibt noch eine andere Gruppe, die sagt, kommt schon vor. Dann nehmen die das damit dazu als 2. Gebot. Dann rutscht alles nach hinten und das 9. und 10. wird dann zusammengefasst. Kann man machen, muss man nicht. Aber wenn ihr selber sagt, da fehlt doch noch eins, dann braucht ihr das ja alles gar nicht auswendig lernen. Dann wisst ihr doch ja eigentlich, worum es geht. Na, und dann gibt es natürlich ab dem 4. Gebot eben die andere noch, ne? Vater, Mutter ehren. Ihr müsst nicht wirklich immer auf alles hören, was die sagen. Natürlich haben Eltern immer recht. Zwinker, zwinker, ja. Aber es ging im alten Israel ja darum, dass die erwachsenen Söhne und Töchter ihre alten Eltern nicht einfach so in der Wüste aussetzen sollten. So nach dem Motto, die sind nicht mehr produktiv, die lasse ich jetzt verhungern. Übrigens heute auch für Erwachsene mittleren Alters nochmal ganz, ganz wichtig, wie gehe ich mit meinen Elterngenerationen um. Das 5. Gebot, du sollst nicht töten, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren. Du sollst nicht Ehe brechen, ist für euch jetzt vielleicht noch nicht so interessant, aber auch in der Ehe wie in der Freundschaft geht es um Vertrauen und ich denke, es ist wichtig, dass wir einander vertrauen, nicht brechen und nicht enttäuschen. Du sollst nicht stehlen als 7. Gebot, okay, müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Du sollst kein falsches Zeugnis reden als 8. Gebot, da geht es natürlich nicht um Schulnoten, da geht es um das Zeugnis vor Gericht, ja, keine Falschaussage machen, denn wenn du das tust, dann kommt jemand anders vielleicht in den Knast oder Schlimmeres, nur weil du was Falsches gesagt hast. Das ist natürlich total extrem, aber ich glaube, es ist auch super wichtig, dass man einfach sagt, hey, ich lüge nicht, damit niemand anderes geschädigt wird. Ja, und das 9. oder das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Ja, du sollst nicht begehren. Lustigerweise wird hier erstmal das Haus genannt als erstes, das ist der Besitz von jemandem, aber das war natürlich in früheren Zeiten, der Besitz war natürlich super wichtig, wenn du nichts hattest, warst du auch nichts, warst du arm und standst vor dem Hungertod. Und als nächstes kommt dann natürlich, du sollst nicht begehren, das Weib, so hieß das bei Luther, der Knecht, die Magd, das Vieh, noch alles, was so zu dir gehört. Das sind die Menschen, die nicht zu dir gehören, die sollst du nicht auch noch haben wollen. In Klammern, denn du hast doch schon genug. Du hast dich, du hast deine Familie, du hast deine Freunde, du hast eigentlich hoffentlich genug zum Leben. Und ich denke, wenn all das beachtet wird, dann funktioniert das Leben in der ganzen Welt. Das funktioniert auch hoffentlich während Corona. Das funktioniert in der Familie. Und ich hoffe, das hat auch immer wieder in der Konfi-Gruppe funktioniert. Und deswegen ist das immer noch so lebensnah, auch wenn das uralte Regeln sind. Aber wenn wir die einhalten, denke ich, dann funktioniert das Leben auch als Konfi zu Haus. So, und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss. Und vergesst, wie gesagt, nicht zu abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ciao, ciao.